So, dann machen wir mal weiter und gehen wieder hier hoch. Und sind wieder am Ende der Maze of Shadows. Und hier schlafen wir gleich erst einmal. Weil ich habe gerade gesehen, meine Elana ist ziemlich angeschlagen. Oh, und da kommt doch endlich der Traum, von die, auf den ich schon letzte Folge gewartet habe. Sie halten alle Maschinen und alle Mechanismen in Benutzung im Dungeon. Alle außer der, die im Tunnel, die sich im Tunnel unter uns befindet. Sie muss repariert werden, so dass wir diesen Ort verlassen können. Okay. Nur noch ein bisschen weiter. Also Mr. Traumgestalt oder Mrs. Traumgestalt, wir wissen ja nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, schickt uns immer tiefer in den Dungeon. Bin mal gespannt, wann wir auf ihn oder sie treffen. Das von der Druckplatte nehme ich jetzt mal runter. Leg's mal kurz dahin und jetzt gucke ich erst noch mal in den Schleimraum. Und hier sind Feuerelementare zu hören auf der anderen Seite von dieser Wand. Aber erstmal hier umgucken. Und zack, da ist doch tatsächlich noch ein Secret. Was haben wir denn hier? Der Schamanenstab. Energie plus 20, Willpower plus 2. Ist auf jeden Fall besser als der olle Weißholzzauberstab. Wiegt aber 4,3 Kilo. Und macht erdgebundene, also Erdzauber stärker. Wir können zwar keine Erdzauber, aber trotzdem kriegt sie den mal. Wie lange eigentlich noch bis zu ihrem nächsten Level? Noch ein gutes Stück. Deswegen, oh, du sollst mal was essen. Gucken wir mal kurz. Sie hat 7,6, 7,5, 7,4. Sie hat auch 7,4, so kriegt sie jetzt mal eine Weile den Erfahrungspunkte, das Erfahrungspunkte-Amulett. So. Okay. Ich nehme nicht an, dass hier noch ein Secret verborgen ist. Das haben wir ja jetzt geöffnet. Nö, dann gucken wir mal weiter. Jetzt ist sie mit einem besseren Schamanenstab ausgerüstet. Gucken wir hier mal kurz die Wände nach Secrets ab. Aua, das war... Ah ja. Okay, das verstehe ich einigermaßen. Wenn ich auf den Knopf drücke, schießt der darüber in das, in den Empfänger. Und dann dadurch schießt er in den Empfänger. Aber wie kriegen wir das Tor auf? Fackel geht mal wieder aus. Ich habe da so eine Vermutung, wie wir das Tor aufkriegen. Fliegst du weit genug? Jupp. Du fliegst weit genug. Also ja, ich weiß, wie wir das machen müssen. Wir müssen jetzt erstmal wieder die Fackel hier runternehmen. So. So geht die eine Tür auf und die andere zu. Jetzt müssen wir da auf den Knopf drücken, warten, bis der vorbeigeflogen ist. Und dann schnell aus dem Weg gehen. Genau, das war richtig so. Hoff ich doch mal. Jetzt sind wir hier vor der Fratze. Ich höre wieder Feuerelementare, aber ich sehe Schleim. Entweder machst du die falschen Geräusche. Oder du bist das nicht. Oh, geschickt ausgewichen. So. Der Schleim ist tot. Und die Ecke ist kein Schleim. Ich habe es nämlich nicht gern, wenn die mich einkesseln. Ich habe es aber gern, wenn sie einfrieren.
Die Zaubergeschwindigkeit bringt nichts, wenn man die Runen zu langsam klickt. Aber sie ist schon eine ziemlich schnelle Magierin mittlerweile mit der hohen Willpower. Oder mit dem hohen Spellcraft. 50% müsste sie haben, oder? Mhm. Ich würde ja gerne noch einen Punkt in Spellcraft geben jetzt, aber ich denke mal, wir finden sicherlich noch irgendeine Schriftrolle, die ein Spellcraft gibt. Deswegen gibt es jetzt mehr Eis für mehr Eisschaden und höhere Frostwahrscheinlichkeit. Und, oh, blauer Kristall. Sehr schön, den zeichne ich doch mal gerne ein, BK. Weil hier habe ich das vergessen. Hier müsste er aber hier sein, BK. Für blauer Kristall habe ich es eigentlich hier. Ich zeichne die eigentlich so gut wie nie ein, merke ich gerade. Nö, kein einziges Mal eingezeichnet. Aber hier macht es diesmal Sinn, dass ich es schneller wiederfinde. Eine Bank, auf der wir uns ausruhen könnten, und Wurfbeile, die brauchen wir nicht unbedingt. Oder Wurfäxte. Hallo Schleim. Das war jetzt gemein von dir. Musst du ausweichen? Werde ich gerade von einem Schleim zum Narren gehalten? Nein, ich werde von allen Schleim zum Narren gehalten. Und die Schleime wissen natürlich auch immer, wo ich hinspringe. Garstige Viecher. Hallo. Oh, hier sind viele Schleime. Ah. Seit wann können die überhaupt Teleporter benutzen? Das ist unfair. Die sollten keine Teleporter benutzen können. Ich bin out of energy. Das ist auch nicht so schön. Wenn jetzt ein Schleim hinter uns kommt, ist das nicht gut. Blauer Kristall dafür ist aber gut. So, und tote Gegner sind auch gut. So. Jetzt gucken wir mal von hier aus. Da waren wir. Da haben wir viel noch nicht aufgedeckt. In der anderen Richtung. Da lang will ich zuerst in die andere Richtung. Hier ist einfach nur ein Durchgang hierher. Wow. Okay. Du bist was Gemeines, Garstiges. Und du kannst nicht ausgelöst werden. Was ist mit dir? Du auch nicht. Und das hier kommt, jetzt sind wir wieder hier. Pitwood Bread. Kann er gleich essen. Fackel kann mit. Die gehen uns eh langsam aus. Kräuter. Und ist hier noch was? Also hier ist eine böse, feuerspuckende Fratze. Hier sind keine Knöpfe. Keine Knöpfe. Keine Knöpfe. Uah. Okay, das ist jetzt böse, dass das nicht wieder zugeht. Und hallo, nächster. Und so eingefroren.
sind die ziemlich harmlos. Okay, hier waren die eingesperrt. Hier drin muss doch irgendwas sein. Da lang könnte ich noch weiter gucken, aber das lasse ich jetzt erst einmal. Schriftrolle der Unsichtbarkeit. Dexterity plus 1, Dodge plus 1. Hey. Oh, das ist nicht schlecht. Dann könnte sie auch leichte Rüstung tragen, wenn sie es brauchen würde. Hm. Aber mit Evasion ist sie viel besser dran. Sie hat ja schon ziemlich viel vom Lurker-Set. Was steht hier? Die Bodenfratze verbrennt sofort. Teste hier nicht deine Geduld. Okay. Das wird die Dämonenfratze sein. Und diese Druckplatte sieht schon mal nicht gut aus. Deswegen hier rum erst einmal. Ich will nämlich kurz gucken, was hier ist. Hier ist schon mal was Leckeres zu essen. Kann das einer gebrauchen? Ja. Das meiste Essen gibt nämlich komischerweise vielleicht gerade mal die Hälfte. Das Einzige, was wirklich viel gibt, sind Schneckenteile oder anderes Monsterüberbleibsel, sage ich mal. Also zum Beispiel Pilzteile. Aber ansonsten bringt das meiste nur so durchschnittlich. Okay, jetzt kurz zurück zum blauen Kristall. Den anklicken. Was du? Wer hat dich eingeladen? So. Gut, da, gut. Nein, ich wollte ja hier durch, so. Bin ich richtig? Nein, hier bin ich falsch. Ich wollte zurück zu diesem Dämonenfratzenrätsel, genau. Also, was machst du? Du machst da. Heilige Scheiße, was war das? Jetzt bin ich tot. Einfach so. Okay. Mies. Ja, ehrlich, richtig mies. Komm her, Grüner. Stirb, Grüner. So. Okay. Also die Dämonenfratze definitiv nicht ansehen. Sobald ich mich zu ihr drehe, tot. Okay. Du feuerst. Und du? Machst die Tür auf. Okay, das hier ist wieder Timing. Wir müssen den Feuerball auf die Dämonenfratze hinter uns schießen. Uah. Das ist doch jetzt ein mieser Witz, oder?
Okay, ich dachte, da würde auch eins stehen. Aber da steht keins. Frostbombe ist immer gut. Eine Notiz von Torum. Es waren bereits Leute in diesen Hallen vor mir. Oder bereits vor mir waren Leute in diesen Hallen. Aber wenn ich so durch diesen Platz gehe, aber so wie ich durch diesen Platz ging, schien es, als wäre ich der Erste gewesen, der hier die Tore geöffnet hat und die Knöpfe gedrückt hat. Es muss irgendwelche Leute geben, die diesen Dungeon überwachen. Torum. Ja, da hat er allerdings recht. Solche Leute gibt es. Oh, hier ist der Einsturz. Wir haben ein Secret gefunden. Die Diviner's Cloak. Schick. Das ist richtig schick. Dann lassen wir das Tattered Cloak dem nächsten hier. Gibt es hier sonst noch was Interessantes zu sehen? Nein. Aber ich würde sagen, bevor wir weitergehen, speichere ich erstmal wieder. Bis gleich.